Ja, und ich bin's wieder, Käse, na heran, hier mit meinem Let's Play von Final Fantasy 6. Und wir haben im letzten Part die drei Statuen, die ja dafür gesorgt haben, dass ja Gleichgewicht der Welt zuerst da war und dann zerstört wurde, weil Kefka sie verschoben hat. Erstmal kaputt gemacht! Ich hau lieber Sachen kaputt. Und was ist jetzt? Damit dürfte das ja wohl erledigt sein, oder? Besiegt die Statuen und Magie wird nie mehr verschwinden. Kefka hat den Statuen den Quellen der Magie ihre Macht genommen. Das ist gemein. Das ist gemein. So, erstmal hier voll heilen. Man könnte theoretisch mal saven, also... Und auf den Schalter drauf. Celis klettert da drauf. Und hier auch. Schalter. Okay, sieht soweit gut aus. Und die letzte Party. Sofern es möglich ist. Erstmal ein randomer Counter. Es war aber auch zu erwarten. Na komm. Zack, 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 die. Weg. Okay. Und there we go. Das ist der letzte Speicherpunkt im gesamten Spiel. Und wenn wir jetzt durch dieses Loch gehen, können wir jetzt nur noch den Schalter betätigen. Und dann ist Endspurt angesagt. Also dann. Absaven. Und los geht's. Auf zum Finale. Willkommen, Freunde! Ich wusste, dass ihr herkommt, also habe ich für passende Unterhaltung gesorgt. Wie lange wirst du die Zerstörung noch andauern lassen? Ich habe höchste Macht erreicht. Seht gut hier. Solch großartige Macht. Ihr seid wie Insekten für mich. Ich werde alles und jeden vernichten. Die Menschen werden ihre Städte wieder aufbauen und weiterleben. Dann werde ich die eben auch zerstören. Mach alles kaputt. Shadow labert einfach in die Cutscene rein. Warum bauen sie überhaupt etwas wieder auf, was doch zerstört wird? Warum hängen sie so am Leben, wenn sie doch nicht ewig leben können? Wie bedeutungslos doch euer aller Leben ist. Es ist nicht das Ergebnis eines Lebens wichtig,
sondern die tägliche Sorge, die persönlichen Erfolge und die Feier des Lebens und der Liebe. Es reicht schon, wenn die Menschen die Freude erfahren, die ein Tag bringen kann. Und habt ihr auch in dieser toten Welt Freude gefunden? Ja. Ich weiß, was Liebe ist. Ich habe gelernt, das Leben zu feiern. Meine Familie lebt in mir weiter. Ich habe erfahren, was Freundschaft und Familie ist. Mein Traum ist es, ein Königreich der Freiheit und Würde aufzubauen. Ich habe wieder einmal die Liebe meines Bruders erfahren dürfen. Ich habe jemanden getroffen, der mich akzeptiert, wie ich bin. Ich habe eine besondere Enkeltochter. Und mein Großvater wird immer zu mir halten. Das Luftschiff meiner Freundin und ihre Liebe. Ich habe viele Freunde. Das klingt wie die Kapitel einer Selbsthilfebroschüre! Seid bereit! Mit meinem nächsten Trick lasse ich euch alle verschwinden! Kefka, du weißt ja nicht, was du tust! Hör auf! Ich befehlige die größte Macht im Universum! Ihr seid alle hilflos vor mir! Selbsthilfebroschüre. Für sowas muss man Kefka dann doch mögen. Leicht. Ich werde alles zerstören. Und ein Denkmal der Nichtexistenz schaffen! Das Leben geht weiter. Es wird immer Menschen und Träume geben. Nein! Ich werde sie jagen und sie alle vernichten! Vernichten, vernichten, vernichten! Wir werden dir nicht erlauben, noch mehr Unheil anzurichten. Ohne nennenswertes Leben macht Zerstörung wirklich Spaß. Es ist vorbei, Kefka. So, und für diesen Endfight, der jetzt kommt, können wir jetzt die Reihenfolge der Teams bestimmen, in der sie auftreten werden sollte. Also sollte dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, dass hier die Reihenfolge okay ist und sollte beispielsweise Cyan abkrepeln, dass dann hier der nächste einspringt. So geht das dann weiter. Also, meine Reihenfolge, ich sag jetzt mal Terra, Seven, dann na 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 dann sag ich mal Moment. Gleich hab ich's. Celes? Gogo? Zum Nachmachen? Shadow? Lock? Edgar? Realm? Cyan? Setzer, Strago und Mook?
Das ist dann jetzt meine Reihenfolge. Okay, I will do it. Let's do this! Es geht los. Zusammen mit Dancing Mad. Und das erste, was wir machen, draufhauen. Mit allem, was wir haben. Mit allem, was dazugehört. Bevor ich es vergesse, dann auch zu sagen. Der Kampf ist so aufgebaut, es hat 4 Phasen. Ist auch in etwa, was das so raufsteigen angeht, vergleichbar wie einen Turm. Dementsprechend ändert sich auch der Theme, den ihr gerade hört. Dancing Mad. Er wahrt sich dann immer weiter mit jedem Stockwerk. Und, oh, das ist so gut gemacht. Könnte aber auch sein, dass ich das auch schon gesagt habe, aber es nur wieder vergessen habe. Einfach, weil ich dumm bin! Ansonsten mich selber heilen. Und Coco macht erstmal den Ultima-Angriff nach, was ich sehr gut finde. Ach, Coco macht's nach. Na, okay, kein Problem. Es ist kein Problem. Nächstes Stockwerk! Auf in die nächste Ebene! Nächste Phase! Diese Orgel! Musikalisches Meisterwerk! Gleiche Taktik wie eben, nur... Nur mal auch darauf bedacht, auch ein bisschen auf Dings zu hauen. Auf, Gottchen, wie heißt... Hier auf diesen Tigerkopf da. Weil das ein Tigerkopf sein soll. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Weil der teilt aus. Der ist ultra mies. Das war ein Klopfen. Ich glaube, ich morph mich erstmal zu diesem Anlass. Oh, sehr schön. Gut gemacht. So, erstmal Gogo heilen. Na komm, Tigerkopf, stirb! Jetzt.
Zeichensprache. Ah. Oh, wie mies. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Das war ein Level 3er. Also Leben 3. Fuck. Na gut, dann... Ultima. Die. Haben wir's? Und Ultima. Genau auf den Charakter, den es einen Scheißdreck interessiert. Yay. Erstmal einen epileptischen. Ach du Scheiße. Okay, nächste Phase. Es geht voran. Bin ich schön? Bin ich gut? Jetzt. Heilig! Sorry. So, wir konzentrieren uns zuerst mal auf die Dame da hinten, weil die benutzt Heilung. Und das ist böse. Und ansonsten, Magie gegen sie anzuwenden, so viel ich mitbekommen habe, wenn ich mich nicht verguckt habe, bringt nichts. Ich glaube, sie absorbiert das sogar. Und sie ist weg. Ich hab's gehört. Oh, ein Counter. Wie lange er noch lebt. Gleich. Ich glaube, ich benutze zur Sicherheit mal ein Level Leben 3. Meteor. Und nochmal, weil es so schön war, oder was? Okay, Gogo ist weg. Na komm! Zumindest der Angriff noch. Und Seven dürfte dann weg sein, oder... Hättest du wohl gern! Das war aber auch knapp, hör mal du. Okay. Letzte Phase. Dann ist es vorbei. Leben, Träume, Hoffnung. Woher kommen sie? Und woher gehen sie? Ich werde diese Dinge alle zerstören! So, werfen. Dann werfen wir mal erstmal einen Ninja-Stern auf ihn. Na, 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 na. Und kloppen die Scheiße aus ihm raus. Wir holen alles raus, was wir können.
Na 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 na. Na 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 na. Okay, Hauptsache Terra geht nicht drauf. Ninja Stern. Hat das jetzt geklappt? Ich bin mir nicht sicher. Na 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 na. Falscher Angriff, war ja klar. Ein Reisstern. Es ist vorbei. Kefka Palazzo ist down. Down, Motherfucker, down! Alles zerbricht. Keine Zeit zu verlieren. Zum Luftschiff. Los, Leute. Wir müssen zusammenarbeiten. Terra, was ist? Die Magizidsteine. Magie ist am Verschwinden. Die Esper existieren nicht mehr. Also auch Terra? Folgt mir. Mit der mir verbleibenden Kraft bringe ich euch nach draußen. Und das ist das Ende dieser Geschichte. Wer sind jetzt nun diese Helden, die dafür gesorgt haben, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt ist? Cyan Garamond. Cyan, kannst du diesen Schalter bedienen? Maschinen? Ich hasse sie. Aber wenn man ihnen zeigt, wer der Boss ist. Setza Gabbiani. Halt! Hier entlang, bitte. Manchmal im Leben muss man einfach fühlen, welcher Weg der richtige ist. Daryl, jetzt rede ich schon wie du damals.
Edgar Roni Figaro. Seven René Figaro. Ich hab das Königreich nicht verlassen, Bruder. Ich wusste, dass du ein besserer König wärst und dass ich dir eines Tages helfen kann. Jetzt weiß ich, warum ich diese dummen Muskeln habe. Moke. Umaro. Die ich trotzdem scheiße finde. Verschlossen. Gogo. Beide Knöpfe müssen zugleich gedrückt werden. Gogo, schau, was Sadis macht und tu genau dasselbe. Gau hat Abkürzung. Lock Cole. Celis Shea. Los, der Boden bricht gleich weg. Ich werde da sein. Versprochen. Nur wegen dieses Schmucks wär's das fast gewesen.
Terra Brantford. Vater? Terra, wir müssen jetzt gehen. Die Esper werden verschwinden. Für immer. Aber wenn dein menschlicher Teil stark an etwas oder jemanden hängt, dann kannst du vielleicht als Mensch in dieser Welt verbleiben. Realm Arony. Großvater, hampel nicht so herum! Entschuldige. Noch ein Piepser und ich werde dein Porträt zeichnen. Nein, alles nur das nicht. Aber weißt du, einmal möchte ich doch ein Porträt von dir malen, aber auf Leinwand. Realm, wie kannst du in diesem Moment nur an Bilder denken? Shadow. Fangjäger, komm schon. Alles Gute. Barum, ich fliehe nicht länger. Ich werde ganz von vorn anfangen. Und Strago Magus. Nein, nein, ein Kind wie ich versteht keine Niederlage. Jetzt! Und du. Als Spieler natürlich. Kommt! Der letzte Magizidstein! Terra, es ist gut, deine Kraft verschwindet! Terra, deine Kraft versiegt! Bitte, Katrin. Müssen durchhalten.
Noch ein bisschen. Nur noch eine Weile. Terra? Terra! Danke, Setzer. Wie ich schon sagte, dies ist das schnellste Schiff auf der Welt. And now, the credits. Und zudem sehr aufwendig gemachte. Wenn man sich die Konsole bedenkt, wann das Spiel rausgekommen ist, 1994... Oh, und dann noch die Musik. Alter. Yeah, that's it. Das wäre es dann mit Final Fantasy VI. Jetzt können wir nur noch die Credits genießen. Verzeihung. Und die Musik von Nobuo Uematsu genießen. Oh, ein Meister. Ein Meister in seinem Fach. Und nicht zu vergessen, ja, könnt ihr euch jetzt selber ein Bild von machen? Wie fandet ihr das Spiel? Also, ich finde es toll. Deshalb habe ich es ja auch Let's Played. Also diejenigen, die es da von Anfang bis Ende mitverfolgt haben und, ja, ich glaube, es gibt dann jetzt Leute, die verstehen, warum ich diesen toll so... Toll, genau. Diesen Teil so unfassbar gut finde. Auch von der Geschichte, von den Charakteren und Musik und Gameplay. Alles so richtig schön gemacht und man ist die ganze Zeit dabei, fiebert mit und man lernt so wirklich jeden Charakter, abgesehen von Omaro, einfach nur lieben. Das schafft nicht jeder. Also jetzt, wenn man das Main-Team betrifft. Deshalb habe ich so gut wie geheult, als ich das erste Mal gesehen habe, dass Shadow auf der Insel geblieben ist. Und ja, Mano. Zudem mal betreffend, dass ich lasse eine Bombe raus, was eigentlich schon sehr, sehr alte Bombe ist, aber zumal das Shadow, also Clyde, der Vater von Realm ist. Was soll dann aus der Süßen werden? Ja, okay, sie hat Strago, but still. Und dafür finde ich es aber schön, dass mit Terra zumindest in dieser Hinsicht auch ein gutes Ende gefunden hat. Auch wenn das ein interessanter Werdegang ist, wenn man schaut, was passiert, wenn auch Terra da zusammen mit den ganzen Espern und Magiziten verschwunden wäre, nachdem Kefka besiegt wurde. Da sollte man vielleicht ein alternatives Ende dazu empfinden. Empfinden, genau. Erfinden. Na los, Squenix! Ihr habt's gehört! Ein alternatives Ende! Natürlich nach dem Remake von Final Fantasy VII. Alles der Reihe nach. Wurde ja jetzt inzwischen confirmed. Deswegen. So. Was ich jetzt noch sagen kann, das LP ist vorbei. Und ich dachte mir, so quasi dann als endgültiger Abschluss wird als... Am nächsten Tag, weil es ja jetzt ein Tag frei ist, also der Freitag, weil da jetzt kein Part mehr kommt, dachte ich mir von wegen, beende ich das Ganze mit einem neuen Fanfiction-Reading, weil ich habe da betreffend Block und Celeste eine richtig, richtig schöne Fanfiction gefunden. Ich frage da mal den Autor, ob das klappt. Ja, dann ansonsten, mein Gott... Dann halt nicht. Dann mache ich halt einen Tag Pause und gut ist.
Schön wäre es, wenn es aber klappen würde, weil die Fanfiction ist so wunderschön. Meines Erachtens. Also ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich fand das schön. Ich will jetzt aber auch keine Versprechungen machen. Ich gucke mir das nochmal nach. Ansonsten... streicht einfach alles aus dem Protokoll, was ich eben gesagt habe. Es ist nur so ein kleiner Werdegang in meinem Kopf. Nachher bin ich noch jemand, der ihre Versprechung nicht einhält. Und was man natürlich auch nicht vergessen sollte zu erwähnen, Nachfolgeprojekt. Ihr habt entschieden, und ich sag's nochmal hier in diesem Part, euer Nachfolgeprojekt ist... Okay, das muss jetzt warten. Spiel sagt nein! Kann ich jetzt? Okay, danke, Spiel. Auf jeden Fall, was ich ja sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde. Das Nachfolgeprojekt stand jetzt schon seit einer gewissen Weile fest. Und ich sag das jetzt nochmal für diejenigen, die halt mich nicht auf Twitter folgen. Schämt euch, by the way. Was ich dann nochmal sagen wollte, Nachfolgeprojekt dazu, habe ich ja einen Strawpool-Link verfasst und das, ich habe wieder den Faden verloren, wow. Nachfolgeprojekt ist auf jeden Fall Phoenix Wright, Ace Attorney, Dual Destinies. Ihr habt das so gestimmt
Und ja, dem steht eigentlich jetzt nichts mehr im Weg. Was ich sehr außerordentlich gut finde. Weil in letzter Zeit habe ich auch tatsächlich wieder Bock auf Dual Destinies. Oh. Kann's kaum abwerten. Auf jeden Fall. Während wir dieser wunderschönen Musik lauschen und uns vorstellen, dass das Spiel jetzt durch ist, nach... Wie viel Part ist das jetzt eigentlich? Ich glaube 74. Ja, kommt hin, oder? Nein, warte, Moment. Nicht 74. 79. Ich glaube, es sind 79. Irgendwas so in dem Dreh. 79, 78. Haben wir es geschafft. Unsere Reise ist vorbei. Die Welt ist gerettet und wieder in Balance. Und Terra muss nicht mehr ein Leben des Kampfes führen, nur weil sie der Magie fähig ist und ist frei. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Also, jetzt steht alles nur noch an euch. Ich habe meine Arbeit getan. Eure ist dran. Weil jetzt würde... Natürlich halt... was man als Zuschauer halt großartig machen kann. Bewertung ist halt immer gern gesehen. Das wisst ihr ja, egal ob positiv oder negativ. Wissen wir ja alle. Ansonsten... Ja. Ich werfe jetzt einfach mal eine Frage in den Raum. Was ist so euer Lieblings-Final Fantasy? Würde mich jetzt mal interessieren. Und vielleicht auch mal eine Begründung setzen, warum. Wenn es natürlich nicht darauf hinausläuft, dass ja, einen halben Roman schreiben müsst. Ist ja nicht so, als ob ich nicht gerne lange Kommentare lese, aber ja. Ich will euch nicht stressen. Sagen wir es mal so. Ansonsten. Ja, das war's dann. Mehr gibt's jetzt für mich nicht zu sagen, sonst habe ich schon alles in den Credits rausgehauen, was mir jetzt großartig einfällt. Ich für meinen Teil werde das jetzt natürlich alles schneiden, rendern. Und dann gibt's Fat Party für mich. Yes. Auf jeden Fall, das war's von meinerseits. Und wir sehen uns das nächste Mal bei einem anderen Projekt oder auch beim neuen wieder. Sehr geil!